Panik rund um die Kryptobörse FTX sorgt am heutigen Montagmorgen für ziemlich starke Kurseinbrüche. Im heutigen Video schauen wir uns an, was da wirklich los ist. Ich werde euch detailliert aufzeigen, was passiert ist, wo das Risiko, wo das Potenzial besteht und ob man den Quellen überhaupt so vertrauen kann, wie sie es aktuell darstellen. Diese und viele weitere Informationen, unter anderem auch die wichtigen Daten der aktuellen Woche, schauen wir uns im heutigen Video etwas genauer an. Viel Spaß damit! Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video priorisieren wir vor allem zwei Punkte. Zum einen reden wir über die aktuelle Situation mit Alma Eda Research und FTX. Hier gibt es momentan eine sehr große Panik. Denn man sieht momentan, ja, dass die Kurse ziemlich stark einbrechen aufgrund von zwei sich konkurrierenden Unternehmern, möchte ich es einfach mal sagen. Genau das fassen wir im heutigen Video etwas genauer auf. Ich werde euch detailliert sagen, was dort wirklich aktuell gerade passiert, sodass ihr euch selber ein Bild von dieser Situation machen könnt. Auf der anderen Seite, wie im Intro angesprochen, schauen wir uns die Daten an, die uns ansonsten in der aktuellen Woche noch interessieren. Und an dieser Stelle würde ich auch schon gleich sagen, Freunde, wir reden nicht lange um den heißen Brei. Ihr wisst es, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar da, um mich und meine Arbeit zu unterstützen. Vielen Dank für den Support, Freunde. Springen wir auf die erste Folie. Zu Beginn können wir gleich einmal festhalten, dass der Bitcoin aktuell ja einen leichten Rückgang gesehen hat. Ethereum sieht auch einen leichten Rückgang, ungefähr 2-3% zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, am Montag um ca. 15 Uhr. Etwas schlechter geht es dann, werden wir beispielsweise BNB, Solana oder auch dem Dogecoin. Dogecoin natürlich in letzter Zeit gut gepumpt. Solana und BNB hat zwei andere Gründe, die wir uns einmal anschauen werden. Wir beginnen auch gleich mit der Thematik, denn die sorgt hier natürlich am Montagmorgen und vor allem auch am Wochenende schon für sehr viel Aufsehen. Es geht um einen quasi Konkurrenzkampf bzw. um eine Diskussion und starken Ausverkäufen zwischen FTX und dem Binance-Chef CZ. Der Hauptgrund bzw. wodurch das Ganze, diese ganze FAT, die ganze Angst und Panik losgetrieben wurde, war quasi ausgehend von FTX. Es gibt ja einmal FTX, die Handelsplattform, die wir sicherlich alle kennen, und es gibt Alma Eda Research, eine Handelsfirma, die quasi Kapital verwaltet und soweit ich auch Venture Capitals betreibt, also Investitionen tätigt und diese hier streut und natürlich versucht damit ihr Gewinn zu maximieren. Die beiden Unternehmen sind zwar eigenständige Unternehmen, werden aber beide bzw. wurden beide von Sam Bankman-Fried gegründet. Diese hat sich zwar zeitweise aus dem Vorstand zurückgezogen, dennoch sieht man eine große Abhängigkeit dieser beiden Plattformen bzw. dieser beiden Unternehmen. Unter anderem verbindet sie hier beispielsweise der FTT-Token, der eigene FTX-Token, der auch ganz groß von Alma Eda Research hier quasi verwaltet wird bzw. von dem sie eine ganze Menge besitzen. Das Problem, was wir momentan sehen, ist, dass die Bilanz von Alma Eda Research unter anderem voll mit FTT-Token sind, also mit den Token der Plattform FTX. Auch die Plattform FTX verwaltet natürlich eine Menge FTT-Token. Unter anderem erhält man ja beispielsweise durch das Halten dieser Token einen großen Rabatt bei den Handels. Gebühren. Im Prinzip ist an den beiden Themen natürlich auch nichts ungewöhnlich, dennoch sieht man hier eine ziemlich große Abhängigkeit, denn wenn natürlich ein Unternehmen wie beispielsweise Alma Eda Research sehr viele Tokens von einem Typ hält, dann geben sie sich natürlich auch in eine gewisse Art und Weise hier in die Abhängigkeit. Zudem darf man nicht vergessen, dass das verwaltete Vermögen von Alma Eda Research echt sehr, sehr groß ist. Es belief sich am 30. Juni auf ca. 14,6 Milliarden US-Dollar. Das, was jetzt wirklich als Risikopunkt in Anführungsstrichen hier mit reinkommt, ist der drittgrößte Eintrag des Buchhaltungsbuchs. Es handelt sich hierbei um einen Haufen FTT-Sicherheiten in Höhe von 2,16 Milliarden US-Dollar. Diese Sicherheiten werden hinterlegt, um beispielsweise Schulden aufzunehmen. Zudem gibt es weitere Verbindlichkeiten in Höhe von ca. 8 Milliarden US-Dollar. Der CEO einer bekannten Investitionsplattform namens Swan Bitcoin sagt, es ist faszinierend zu sehen, dass der Großteil eines Nettokapitals des Alma Eda-Geschäfts tatsächlich FTX-eigener, zentral kontrollierter und aus dem Nichts gedruckter Token ist. Okay, ich versuche das Ganze jetzt einfach mal relativ simpel so zusammenzufassen, damit es auch jeder versteht. Im Prinzip konzentrieren wir uns hier hauptsächlich auf die Plattform Alma Eda Research. Es ist ein Unternehmen, welches viel Kapital verwaltet und natürlich auch viel Kapital als Schulden aufnimmt, um damit weiter zu arbeiten. Als Beispiel haben sie jetzt hier als Sicherheit 1 Million US-Dollar auf ihrem Konto. Sie wollen weiteres Kapital aufnehmen und nehmen diese 1 Million US-Dollar auf ihrem Konto als Sicherheit. Das hinterlegen sie als Sicherheit. Sie sagen dem, von dem sie den Kredit aufnehmen, guck mal, wir haben hier 1 Million liegen, gib uns mal 500.000, wir zahlen das Stück für Stück zurück und sollten wir irgendwann nicht mehr zurückzahlen können, beziehungsweise sollte unsere Sicherheit irgendwann zu gering sein und quasi die Schuld nicht mehr decken können, dann kannst du unsere 1 Million liquidieren und hast ebenso dein Geld zurück. Das funktioniert vor allem, wenn es hier ein Stablecoin ist, also ein stabiler Wert, der gehalten wird. Wenn die Sicherheit, die sie hinterlegen, allerdings jetzt beispielsweise 1 Million in Form von Bitcoin beträgt, dann haben sie natürlich ein Problem, wenn dieser Bitcoin-Wert unter das Niveau sinkt, von dem Wert,
Wert, welchen sie aufgenommen haben. Also sie haben jetzt 1 Million in Bitcoin hinterlegt, nehmen sich einen Kredit von 500.000. Die Bitcoins im Hintergrund, die 1 Million wert waren, sind jetzt nur noch 520.000 Euro wert. Und der andere denkt sich, oh, ich komme vielleicht nicht mehr an meine 500.000 zurück. Dann verkauft er quasi oder hat das Recht, diese 520.000 Euro in Form von Bitcoins zu veräußern und dann dementsprechend damit seine eigenen Schulden zurückzubekommen. Was passiert dann natürlich? Der Bitcoin sieht einen großen Ausverkauf, der Preis fällt und auch andere Kreditnehmer kommen natürlich dann unter Druck. Das ist so ein kaskadischer Verkauf, den wir beispielsweise auch bei Celsius vor einigen Monaten gesehen haben. Und genau das ist jetzt der große Kritikpunkt. Einmal Ada Research hat nämlich einen Großteil ihrer Reserven hier im eigenen FTT-Token gehalten. Dieser FTT-Token ist natürlich auch in den letzten Wochen und Monaten etwas unter Druck geraten. Und nun gibt es eben Vorwürfe, dass die Unternehmen FTX und auch einmal Ada Research versuchen, diesen FTT-Token auf einem bestimmten Preisniveau zu halten, damit sie eben niemals aus ihren Sicherheiten hier rauslaufen. Das Problem ist zudem noch, dass ein Großteil dieser Tokens gar nicht irgendwie im Umlauf sind, sondern wirklich nur in den Reserven liegen. Das heißt, es gibt vielleicht gar nicht genug Käufer und somit ist dieser Kollateral nicht wirklich gedeckt. Und genau das ist momentan der Risikopunkt. Genau das ist das, worum sich die Leute gerade überlegen, was jetzt wirklich passiert, wenn der Token hier weiter im Preis abverkauft wird. Und so kam es beispielsweise auch, dass der CEO von Binance zusätzlich zu dieser Situation, wo gerade rauskam, dass einmal Ada Research vielleicht in eine Liquiditätskrise rutscht, zusätzlich kam dann noch der CEO von Binance um die Ecke und sagt, dass er ganz gerne einen Großteil seiner FTT-Tokens veräußern möchte, die er damals bekommen hat, als er bei der Schwestergesellschaft FTX ausgetreten ist. Er hat nämlich damals den Großteil FTT-Token erhalten und komischerweise genau zu dem Zeitpunkt, wo die Gerüchte rauskamen, dass einmal Ada Research eine Liquiditätskrise sehen könnte, kommt der Chef von Binance um die Ecke und sagt, ich verkaufe meine Tokens, die natürlich sehr, sehr viel wert sind. Insgesamt beläuft sich die Summe, die der Binance-Chef bekommen hat, wohl auf 2,1 Milliarden US-Dollar in Form von einmal BUSD, also Binance US-Dollar, nennt Stablecoin, alles sicher, und auch in Form von FTT, also diesen FTX-Coin, über den wir gesprochen haben. Wenn wir jetzt natürlich hier große Ausverkäufe sehen, vor allem auch von einzelnen Entitäten, dann stürzt der Kurs weiter ab, die Sicherheiten sind weniger garantiert, womit dann möglicherweise weitere Veräußerungen die Folge sind. Aufgrund dessen sahen wir schon kurz nach der Ankündigung vom Binance-Chef CZ, dass der Kurs hier ziemlich stark abgestürzt ist. Er wurde allerdings recht schnell wieder aufgekauft und hat sich somit auch recht schnell wieder stabilisiert. Wir sehen allerdings eine hohe Volatilität und dieses Aufkaufen kommt unter anderem natürlich von Interessensvertretern in Bezug auf einmal Ada Research und auch FTX. Trotzdem sehen wir natürlich eine große Angst und eine große Panik, weshalb viele stark darauf setzen, dass der Kurs von FTT in Zukunft weiter abstürzen wird. Das offene Interesse ist quasi nach oben geschossen. Hier in der Überschrift steht, dass es sich verdoppelt hat. Doch das ist noch etwas untertrieben, denn alleine heute Morgen wurden beispielsweise die Wetten von 87,56 Millionen US-Dollar auf knapp 203 Millionen US-Dollar mehr als verdoppelt. Damit erreichen sie ein neues All-Time-High und die Finanzierungsrate ist stark negativ mit -36%. Wir sehen also einen extrem großen, extrem starken und extrem hohen Hebel hier auf fallende Kurse. Das setzt den Kurs natürlich weiter unter Druck, weil die Bären, die auf einen fallenden Kurs setzen, natürlich wollen, dass wir hier einen starken Ausverkauf sehen, damit sie eben ihre Position hier im Positiven schließen können. Ein negativer Finanzierungssatz impliziert somit, dass die Bären hier eine starke Oberhand haben und dass vermehrt Leute auf fallende Kurse setzen. Eine ähnliche Entwicklung sahen wir übrigens auch beim Sell-Token hier vor einigen Monaten, als Celsius untergegangen ist. Hierzu gibt es natürlich auch immer wieder neue und aktualisierte Statistiken. Das ist ein sehr dynamisches Thema, welches sich vor allem in den letzten Stunden ziemlich groß, vor allem auch auf Twitter, ausgebreitet hat. Das ist beispielsweise eine Grafik, die von Will Clementi geteilt wurde. Hier sehen wir beispielsweise eine Grafik, dass das offene Interesse mal eben um 334% nach oben geschossen ist, von 200.000 auf mittlerweile 1,8 Millionen und wahrscheinlich die Tendenz auch zum Zeitpunkt dieser Aufnahme weiter steigend. Der Binance-Chef fügte zudem noch hinzu, die Auflösung unserer Finanztransaktionssteuer ist nur ein Post-Exit-Risikomanagement, das von Luna lernt. Das Terra-Luna-Ökosystem ist ja damals komplett kollabiert. Der Binance-Chef CZ möchte mit einer solchen Aussage natürlich implizieren, dass möglicherweise auch der FTT-Token bald so stark abverkauft werden könnte. Zudem folgt die Ankündigung des erhöhten Ausverkaufsrisiko einer großen Übertragung von rund 32 Millionen FTT-Token im Wert von 500
30 Millionen US-Dollar an Binance, die von CZ getätigt wurden. Also der Binance-CEO, und das ist nicht die einzige Transaktion, hat in den letzten Tagen in einzelnen Transaktionen viele hunderte Millionen US-Dollar in Form von FTT-Tokens an die Börse transferiert, um diese logischerweise möglicherweise zu veräußern. Nein, es ist nicht eindeutig, dass diese wirklich veräußert werden, aber natürlich sorgt es für Panik und wir wissen, dass natürlich gerade bei solchen Märkten die Psychologie der Menschen eine wichtige Rolle spielt. Deswegen versuche ich das Ganze hier auch für euch so transparent wie möglich zu beschreiben. Ich bin weder mit Binance noch mit FTX gepartnert. Ich habe keine Interessensbereiche in jeweils der beiden Plattformen. Ich versuche euch hier nur die Zahlen, Daten und Fakten zu präsentieren und das Ganze so unabhängig, wie es eben nur geht. So sehen wir momentan natürlich viele Transaktionen, von denen einige direkt von den Börsen getätigt werden und andere natürlich Paniktransaktionen sind. Zudem sehen wir, dass beispielsweise die Stablecoin-Reserven auf der Plattform FTX ziemlich stark nach unten abdriften. 51 Millionen werden aktuell auf der Plattform noch gehalten. Das ist ein Rückgang von 93% innerhalb der letzten zwei Wochen. Also hier wirklich ein extrem großer Vertrauensverlust. Zudem sehen wir, dass die Exchange Withdrawing Transactions in Bezug auf Ethereum auf FTX auf ein neues All-Time-High gestiegen sind. Somit sehen wir momentan Massenauszahlungen von der Plattform FTX. Ganz auf der anderen Seite sehen wir dann, dass unzählig viele FTT-Tokens an die Exchanges geschickt wurden, um sie eben möglicherweise zu verkaufen. Wir sehen also, dass FTX gerade komplett auseinandergenommen wird. Und wenn man jetzt mal die ganzen Thematiken der Risiken und der möglichen Liquidation außen vor lässt, sehen wir natürlich auch, wenn wir mal eben wirklich von außerhalb das Ganze betrachten, dass natürlich das Ganze für Binance gut wäre, wenn sie einen der größten Konkurrenten hier ausschalten. Somit erreicht CZ natürlich durch die aktuellen Ansagen, unter anderem auf Twitter, natürlich eine Massenpanik, die FTX überhaupt nicht zugutekommt. Sie stehen momentan sowieso schon unter Druck und wenn nicht FTX unter Druck steht, dann zumindest einmal ADA Research und diese beiden sind nun mal eben immer noch in einer sehr starken Abhängigkeit verknüpft. Momentan sind die Anleger wieder dabei, einen Großteil ihrer Assets hier in Sicherheit zu bringen. Ich empfehle es nach wie vor, euch ein Hardware-Wallet zuzulegen, damit ihr zu solchen Szenarien gar nicht erst in Panik gerät, weil ja, am Ende des Tages ist man immer noch auf der sichersten Seite, wenn man seine Kryptowährungen eben selber verwahrt. Gestern Nacht bestätigte Sam Bankman-Fried dann übrigens auch noch, dass eben Milliardenbeiträge von der eigenen Börse hier abgezogen werden und dass man sich aufgrund des Andrangs am Rande der technischen Kapazitäten befindet. So habe ich nicht nur gestern Abend, sondern auch heute schon einige Nachrichten von euch erhalten, die panisch gesagt haben, ich versuche meine Assets von FTX abzuziehen, aber es ist nicht möglich aufgrund von technischen Problemen, aufgrund von was auch immer, Abhebungslimits und so weiter. Man darf jetzt hier nicht unbedingt gleich davon ausgehen, dass FTX die Auszahlung stoppt, aber natürlich, wenn hier ein Andrang von hunderttausenden Kunden gleichzeitig kommt, die hier ihre Assets von der Börse abziehen wollen, dann ist es komplett natürlich, dass sie hier natürlich bei den technischen Kapazitäten etwas am Limit ist. Trotzdem sollte man sich natürlich gerade auch zum aktuellen Zeitpunkt wieder einmal in den Hinterkopf holen, ob man sich wirklich sicher fühlt, wenn seine Assets auf der Exchange liegen. Ob FTX bzw. Alameda Research jetzt wirklich pleite ist oder nicht, das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Wichtig ist es halt, sich von dieser Gesamtsituation etwas zu lösen, indem man sich halt unabhängig von zentralen Exchanges macht. Gleichzeitig sendet Sam Bankman-Fried allerdings auch noch einige Worte an die Community und sagte, ein großes Dankeschön an alle, die uns unterstützt haben. Wir freuen uns darauf, weiter gemeinsam mit euch zu arbeiten. Und vor allem an diejenigen, die in verrückten Zeiten einen kühlen Kopf bewahren. Wir wissen das sehr zu schätzen. Es kursieren eine Menge unbegründeter Gerüchte. FTX führt geprüfte Finanzberichte und obwohl es unser Produkt manchmal verlangsamt, sind wir sehr stark reguliert. Wir haben heute bereits Einzahlungen und Abhebungen in Milliardenhöhe abgewickelt und wir werden es weitermachen. Wir nehmen Anti-Spam-Prüfungen vor, um mehr zu verarbeiten. Entschuldigt, wenn ihr dieses erhalten habt. Und wir stoßen an die Kapazitätsgrenze der Node Rate und wir werden weitermachen. Außerdem laufen tonnenweise Konversationen zwischen USD zu Stablecoins. Am Ende solltet ihr das tun, was ihr wollt und dort handeln, wo ihr wollt. Wir sind denen dankbar, die bleiben. Und wenn das alles vorbei ist, werden wir alle anderen wieder willkommen heißen. Wie immer ein großes Dankeschön an all unsere Unterstützer. Klingt so ein bisschen wie so eine Abschiedsnachricht, auch wenn Sam Bankman-Fried hier erst vor knapp einer Stunde, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, gepostet hat, dass gerade FTX fein ist, also dass bei FTX alles gut ist und dass auch die Assets alle gut sind. Der Meinung bin ich auch. Ich denke, wenn wir hier einen großen Risikoplayer haben, dann ist es wirklich Alameda Research. Die Frage ist halt, wie stark FTX Alameda unterstützen wird, wenn sie hier wirklich Millionen und Milliarden ihrer als Sicherheit hinterlegten FTT-Tokens veräußern müssen. Somit möchte ich das Thema auch erstmal abschließen. Wie bereits gesagt, man sollte jetzt nicht irgendwie Scheuklappen aufsetzen und sagen, ja, nee, die Plattform, das sind alles böse oder die sind alle böse oder das ist alles nicht geprüft und das ist
ist alles frech. Man muss ein bisschen jetzt versuchen, den kühlen Kopf zu bewahren, zu schauen, das Ganze nüchtern zu betrachten. Natürlich hat der Binance-Chef etwas davon, wenn eine der größten konkurrierenden Plattformen untergeht. Was ihm zudem noch gut in die Karten spielt, ist, dass Sam Bankman-Fried sich in jüngster Zeit auch zu sehr, sehr kritischen Regulierungsvorschlägen positiv geäußert hat. Der FTX-Chef Sam Bankman-Fried wollte nämlich, dass der DeFi-Bereich, also der dezentrale Finanzbereich, ähnlich kontrolliert und reguliert wird wie der CeFi-Bereich, also der zentrale Finanzbereich, eben dass dezentrale Finanzplattformen genauso wie zentrale Finanzplattformen hier reguliert werden. Das stößt natürlich auf bei der Krypto-Community. Das hat dem Chef von Binance noch zusätzlich in die Karten gespielt, hier gegen FTX und den CEO etwas zu hetzen. Ja, wie das Ganze jetzt wirklich ausgeht, ich weiß es nicht. Ansonsten weiß es auch keiner. Am sichersten seid ihr, wenn ihr eure Kryptowährungen selber verwahrt. Ansonsten einfach nach hinten lehnen, die Show genießen und natürlich hoffen, dass so wenig Leute wie möglich zu Schaden kommen. Doch selbstverständlich ist das nicht die einzige Thematik, die gerade in der aktuellen Woche sehr interessant und auch brisant ist. So kommen wir jetzt zu den wichtigsten Daten der aktuellen Woche, die auch ebenfalls einen signifikanten Einfluss auf den Markt haben können. Beginnen tun wir erstmal mit einem kurzen Flashback, denn in der letzten Woche wurde der Leitzins der US-Notenbank um 75 Basispunkte angehoben, also um 0,75%. Gerade der Crypto-Space hat das Ganze echt gut verarbeitet und auch zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hält sich Bitcoin immer noch über der Marke von 20.000 US-Dollar. Nun gibt es eben Spekulationen, wie es in Zukunft weitergeht, und um diese Spekulation etwas einzugrenzen, muss man natürlich auf die Zahlen, Daten und Fakten schauen, die jetzt veröffentlicht werden. Solche Sachen wie beispielsweise die aktuelle FTX-Geschichte spielen dem Ganzen natürlich auch noch mit in die Karten, sorgen ebenfalls für eine erhöhte Volatilität, sowie, wie bereits im gestrigen Video angesprochen, sowieso schon groß erwartet. Dennoch schauen wir uns jetzt an, was in der aktuellen Woche passiert, und wichtige Zahlen bzw. Daten gibt es dann direkt schon morgen. Morgen beginnen nämlich die Zwischenwahlen in den USA und neben dem Repräsentantenhaus werden auch 30% des Senats neu gewählt. Hierbei wird es einige interessante Reden und Aussagen geben. Sollte etwas Signifikantes auftauchen, packe ich es mit in dieses Video und teile es zudem selbstverständlich auf Twitter. Besonders interessant wird es dann nochmal am Mittwoch um 2.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit, dann werden nämlich die aktualisierten Inflationszahlen aus China gemeldet. In China sehen wir aktuell sowieso eine etwas andere wirtschaftliche Situation als hier. Natürlich stehen sie dort drüben auch stark unter Druck. Allerdings ist der Leitzins dort in China bereits schon etwas höher und das war ja auch schon bereits vor der Krise und die Inflation ist nicht ganz so hoch. So wird aktuell erwartet, dass der Verbraucherpreisindex im Monatsvergleich von 0,3 auf 0,4% steigt. Ja, ist jetzt nicht die Welt. Sollten die Verbraucherpreise in China allerdings möglicherweise doch oberhalb der Prognose ausfallen, dann muss sich die dortige Zentralbank möglicherweise doch nochmal Gedanken machen, den Zins etwas anzuheben. Natürlich darf man auch nicht vergessen, dass aus der chinesischen Regierung die Zahlen nicht immer komplett vertrauenswürdig sind. Natürlich auch hierzulande Inflations- und Verbraucherpreisindexdaten darf man auch nicht miteinander vermischen. Doch gerade in China weiß man natürlich, dass die von dort gemeldeten Zahlen nicht unbedingt immer zu 100% korrekt sind. Dennoch muss sich eben die Zentralbank bei einer relativ stark steigenden Inflation etwas zusammenreißen und hier eben schauen, wie sie weiter vorgehen, denn gerade der Immobilienmarkt in China ist natürlich der größte Risikopunkt vor Ort. Am Mittwoch, dem 9. November, kommen dann meiner Meinung nach und ich glaube auch der Meinung des Marktes die wichtigsten Daten. Wir reden nämlich dann über die Inflationsdaten für den zurückliegenden Monat Oktober aus den Vereinigten Staaten. Das sind so mit den Arbeitsmarktdaten unter anderem die wichtigsten Daten für die Marktteilnehmer, um zu identifizieren, wie stark die nächste Leitzinserhöhung ausfallen wird. Im Vergleich zum Vormonat September wird bei der Kernrate, welche Energie- und Lebensmittelpreise nicht berücksichtigt, ein leichter Rückgang von 0,6% auf 0,5% erwartet, also eben ein leichter Rückgang. Der normale Verbraucherpreisindex, also nicht der Core CPI, der eben Lebensmittel- und Energiepreise mit inkludiert, der erwartet einen Anstieg von 0,4% im Monat September auf 0,7% im Monat Oktober. Bestätigen sich die aktuellen Prognosen einer zeitweise steigenden Inflation, dann wird die Fed natürlich im Dezember dazu geneigt sein, die Zinsanhebungen eher etwas nach oben anzupassen. Möglicherweise sehen wir ein weiteres Mal die 75 Basispunkte. Sollten die Zinsen natürlich überdurchschnittlich oder stärker als zum aktuellen Zeitpunkt erwartet steigen, dann ist das natürlich unattraktiv für den US-Dollar, denn je höher die Zinsen sind, desto unattraktiver ist es, sich Schulden aufzubauen und damit kommt natürlich auch weniger neues, billiges Geld in den Markt. Wenn der US-Dollar dann weitere Stärke signalisiert, ist das meistens recht negativ für den Bitcoin und den Aktienmarkt. Dementsprechend sind die Zahlen hier besonders wichtig. Sollten die Inflationszahlen allerdings geringer ausfallen
als erwartet, dann wird der Markt mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit höchstens die 50 Basispunkte eintragen. Ich denke sogar auch die 25 Basispunkte hier wieder mit in die Wahrscheinlichkeit einberechnen. Das wäre dann natürlich negativ für den US-Dollar-Index und könnte sich auf der anderen Seite positiv für den Krypto- und auch Aktienmarkt andeuten. Am Freitag, dem 11. November, werden dann noch einige Daten zum Verbrauchervertrauen in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Das Verbrauchervertrauen spiegelt selbstverständlich den Optimismus der Konsumenten zur konjunkturellen Entwicklung der USA wider. Man geht zum aktuellen Zeitpunkt davon aus, dass das Verbrauchervertrauen leicht rückläufig ist und sich von rund 56,2 Punkten auf 56 Punkte korrigiert. Auch hier haben die jeweiligen Entscheidungen natürlich einen direkten Einfluss auf den US-Dollar-Index und damit auch auf die Aktien- und Kryptomärkte. Das wird allerdings meiner Meinung nach kein großer Katalysator sein, es sei denn, die Zahlen springen jetzt hier wirklich krass in die ein oder andere Richtung. Zu guter Letzt kommen wir noch auf einen wichtigen Faktor zu sprechen, der sich vor allem eben mit dem Kryptomarkt beschäftigt. Wir reden hier nämlich über die allgemeinen Finanzierungsdaten. Wir haben uns eben schon die Finanzierungsraten und Daten des FTT-Tokens angeschaut, doch im Allgemeinen sind vor allem auch die Daten in Bezug auf den Bitcoin momentan auf neuen Höchstständen. Wie Martin, ein Mitarbeiter von CryptoQuant, erst kürzlich bestätigt, sind die Finanzierungsraten jetzt auf dem höchsten Stand seit 6 Monaten. Dabei sind sie übermäßig bullisch, was natürlich hier impliziert, dass die Anleger eher auf steigende Kurse setzen. Ein komplett anderes Verhältnis haben wir beispielsweise vorhin in Bezug auf den FTT-Token gesehen. Dort war die Finanzierungsrate negativ, dort wurde eher auf einen fallenden Kurs gesetzt. Wenn wir natürlich jetzt noch viel Long-Hebel am Markt haben, also Hebel, der auf steigende Kurse wettet, dann könnte das natürlich ziemlich nachteilig für den Kryptomarkt auslaufen, sollten die Kurse doch runterkommen. Wir sehen also einen großen, starken Hebel auf steigende Kurse. Ja, wenn wir hier jetzt allerdings sehen, dass die Kurse fallen, und das sehen wir eben in den letzten 24 Stunden, dann können natürlich hier die Long-Positionen liquidiert werden und damit könnten wir in so eine Liquidierungskaskade kommen, die natürlich sehr, sehr nachteilig für den Kryptomarkt ausgehen könnte. In Bezug auf die Daten schrieb der CryptoQuant-Analyst, und im Moment sind die Finanzierungsraten sehr hoch. Händler setzen auf höhere Preise und sind bereit, eine beträchtliche Menge an Zinsen zu zahlen. Das muss man eben, wenn man überdurchschnittlich auf die eine Seite wettet. Das muss per se nicht bärisch sein, aber wenn sich der Preis gegen sie bewegt, also hier runterkommt, obwohl sie auf steigende Kurse setzen, könnten sie gezwungen sein, ihre Position aufzulösen oder sie werden liquidiert, was natürlich den Markt nach unten drückt. Als wir das letzte Mal so hohe Finanzierungssätze gesehen haben, vor allem so hoch bullische, ja, da standen wir eben kurz vor einem Ausverkauf, wie diese Grafik von CryptoQuant ebenfalls noch einmal signalisiert. Es heißt nicht, dass der Markt zusammenbrechen muss, aber natürlich solche Entscheidungen wie in Bezug auf die Inflationsdaten in wenigen Tagen oder auch natürlich solche katastrophalen Entwicklungen zwischen den Handelsplattformen, die können natürlich den Druck auf den Kryptomarkt erhöhen, damit die Wahrscheinlichkeit für Liquidationen natürlich ebenfalls erhöhen, ja, und dann am Ende des Tages ziemlich zum Nachteil auslaufen. Es muss nicht so kommen, momentan sieht wieder alles sehr bärisch aus, doch ja, meistens läuft der Markt eben in genau die andere Richtung als die, die momentan erwartet wird. Dennoch bleibe auch ich weiterhin vorsichtig, ich tätige aktuell keine weiteren Investitionen, ich tätige Investitionen, sollte der Bitcoin noch einmal gut unter die 20.000 US-Dollar rutschen, Main Target wären hier 14.000 bis 16.000 US-Dollar, ich weiß, viele von euch halten das für absolut unrealistisch, das ist es vielleicht auch, dennoch möchte ich bereit sein, sollten wir eine solche Situation sehen, dann auch vernünftig zuschlagen zu können. Das heutige Video möchte ich allerdings erstmal beenden, ich hoffe, es hat euch gefallen und auch weitergeholfen, ich hoffe, ich habe die Situation vorhin einigermaßen gut erklären können, dass ihr es verstanden habt, sollte es weitere Fragen oder ähnliches geben, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, ansonsten könnt ihr mich natürlich auch gerne auf Twitter verfolgen, dort halte ich euch über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden. Das heutige Video beende ich erstmal. Vielen Dank für den Support. Bis morgen. Ciao, Freunde.